Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute Horse World Show Jumping. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da von Anfang an anfange. Also ich habe schon mal ein bisschen gespielt, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Dann fangen wir hier an. Das ist mein 1 Fitzwehr und mein X-Haber. Wir werden nochmal mit Nixana ein Turnier machen. Aber erstmal verpflegen wir sie hier. Mal schnell bürsten. Hier die Münzen sammeln. Einmal schnell einen Apfel geben. Und streicheln. Zwei Münzen. Ja. Dann werden wir mal ein Turnier reiten. Wir werden aber mal jetzt machen, was ich selbst gebaut habe. In Paris. Fangen wir mit dem leichtesten an, das ist ein E-Springen. Nixana ist mein neues Pferd, das ist ein englisches Vollblut. So, hier eine Kombination. Da sind wir durchgekommen. In Steil. Ja, der nächste Steil und ganz enge Wendung. Ich weiß auch nicht, warum ich das so gebaut habe, aber es ist halt so. Ja, dann noch eine Kombination und hier ist noch eine. Meine Parcours sind immer kombinationslastig und jetzt die letzten meine Sprünge waren sehr knapp gesprungen, würde ich mal sagen. Dann nimmt es auch, das hier ist ein S-Parcours. Da geht's erstmal direkt mit einer richtig schweren Kombination los. Auch ganz normal, ne? Ja, da haben wir auch direkt gerissen, aber das ist recht schwer. Dann zwei Steilsprünge. Und wieder eine Kombination aus einem Steil und einem Ochser. Und hier so ein Wasserteil. Ja, das war jetzt gerade meine Schuld. Eine Mauer. Und eine Trippelbarre. Ja, 8 Strafpunkte, das nehmen wir nochmal so hin. Ich hab's ja schon mal mit 3 Steinen geschafft, von daher. Und das ist mein schwerster Parcours, da saß ich vorhin ganz lange dran, bis ich den dann auch geschafft habe. Ja, es geht schon wieder mit einer Dreifachen los. Ja. Bei mir ganz normal. So, mittlerweile ist das mein Lieblingsparcours, der hier und der andere ist. Dabei sind das die schwersten Parcours, die ich bis jetzt geritten bin, in der Zeit, in der ich das Spiel habe. Ja, eine 3-Kombination, auch eine sehr ungewöhnliche. Ein großer Wassergraben und dann noch ein Ochser. Okay, den reißen wir, ja. Echt nicht? Der ist liegen geblieben? Okay, ja. Das war jetzt komisch. Ich habe die Stange nämlich schon fallen sehen. Und da war jetzt komisch, dass sie runtergefallen ist. Ja, das war kein Wunder, dass sie runtergefallen ist. Da habe ich viel zu lange gewartet. Hier bin ich viel zu schnell gesprungen. Das war ja mal eine schlechte Runde. Aber, naja. Ich kann meine eigenen Parcours eben nicht. So. Dann gehen wir mal hier nach, dieses Land nach, oh, das stimmt, ich will hier keinen bauen, ja, auch gut, ne? So, ich sollte vielleicht nicht im Baumodus dahin gehen. Dann gehen wir jetzt mal nach Kairo, wie auch immer das heißt, und wir haben unser erstes L-Springen. Also unser erstes L-Springen in diesem Land. Ja. Okay, dann schauen wir mal, wie das so ist. Dieses Land ist nämlich gar nicht so einfach, wegen einfach dem Sand auf dem Boden. Da hat man manchmal das Gefühl, dass es total hakt. Dabei hakt es eigentlich gar nicht. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Aber ja, ich komm. Das war kein Wunder, dass das gefallen ist. Und das auch nicht. Ja, ich sag ja, ich bin... Okay, 17 Fehler.
damit habe ich jetzt dann auch wieder nicht gerechnet. Ja, den Parcours müssen wir wohl nochmal reiten, unser erstes L-Springen. Ich versuche diesmal die Sprünge ein bisschen besser anzureiten. So, Mauer, die ist vorhin gefallen und fällt auch schon wieder. Ja, okay, dafür haben wir den nächsten Sprung geschafft, der da vorhin gefallen ist. Hier haben wir auch geschafft, obwohl der Kreis noch nicht mal da war. Im Instagram haben wir auch geschafft. Ja, 5 Strafpunkte. Wir hoffen mal, das reicht noch. Ja, gerade so reicht es noch. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch das letzte L-Springen. Und danach ist die Folge auch schon zu Ende. Hilfe, sind die Sprünge aufgebaut. Wir bauten so ein Parcours. Das ist doch gar nicht... Okay, das starten wir nochmal neu. Ich bin hier gerade komplett rausgekommen. Amelie, starten wir es halt lieber nochmal neu. Statt dass wir dann mit so einem echt schlimmen Parcours ins Ziel kommen. So, da ist mir jetzt lieber, dass ich halt eine Runde habe, wo ich auch dann... Was ist denn das? Oh, ey. Ich bin gerade echt schlecht. Hier rüber! So. Ja, 11 Strafpunkte. Wir hoffen auch mal hier, dass es noch reicht. Und wenn nicht, dann ist es halt so, dann probieren wir das nächstes Mal noch. Aber es hat gereicht. So.